So, Let's Play Kontrast, der große Vincenzo, wir sollen Didi folgen. Ich hatte aber gesagt gehabt vorher, dass ich mich umsehe, wegen den Leuchtkugeln. Ui, hier haben wir einen riesen Leuchtturm. Ich weiß gar nicht, ob wir hier hin müssen. Schauen wir mal. Okay, da kommen wir wahrscheinlich nicht lang. Ich schaue mich hier mal ein wenig um und guck mal, ob vielleicht hier irgendwo eine Leuchtkugel zu finden ist. Weil wir wissen, 4 Stück gibt's. Und die sind ja ganz, ganz wichtig, die brauchen wir ja. Und wir haben übrigens im letzten Akt auch eine Leuchtkugel liegen lassen. Okay, hier ist ein Tisch, der beleuchtet ist. Es gibt aber auch hier nichts, glaube ich. Nee, okay. Gut, haben wir das wenigstens gesehen, haben das geklärt, dass wir da auf sicheren Seite sein können, dass da nichts ist. Aber ich find's trotzdem ein sehr geniales Spiel, auch wenn es ein kleiner Indie-Titel nur. Uah. Okay. Das war ein Fehler. Und der große Vincenzo. So, da oben ist er, Vincenzo. So, dann schauen wir mal. Ich glaube, Didi ist da hochgelaufen. Ich möchte trotzdem nochmal hier mich umsehen. Aber ich glaube, wir kommen hier eh noch hin. Ich denke mir mal, dass wir hier noch hinkommen. Deswegen gehen wir erstmal oben auf die Bühne und schauen da mal, was uns dort erwartet. Gucken wir nochmal. Uiuiui. Da ist wieder ein Schatten. Excuse me, Mister. Do you know where Mr. Vincenzo's workshop is? Yep. Everybody knows where it is. It's by the big clock tower. You can't miss it. But good luck getting inside. No one's ever been. Thank you. Come on. Thank you. Okay, bei der großen Turmuhr, die haben wir ja schon. Mein Gott, ist das eine riesige Bühne. Schon gefunden. Ach nee, Quatsch, das ist ja keine Turmuhr. Das ist ja ein Leuchtturm, was wir gefunden haben. Okay, wir sollen immer noch Didi folgen. Ich schaue aber trotzdem mich jetzt, wie gesagt, mal um. Ich glaube, ist das die Turmuhr? Ja, hier. Das ist die Turmuhr. Denke ich mal. Ja, da geht Didi auch hin. So, jetzt schauen wir uns hier dann ein wenig um und gucken mal. Hier geht's wieder zurück zum Zirkus. Hier ist auch eine Leuchtkugel. Sehr schön. Die haben wir schon mal. 1 von 4. Hoppala. Hier geht's auch rein. Schauen wir mal, wo wir hier hinkommen. Was haben wir hier? Ach, hier sind wir hinter der Bühne. Aha. Gibt's denn hier irgendwas zum Sammeln? Ne, anscheinend nicht. Ich schau mal kurz nach oben. Ne. Okay. Was ist das denn? Ich glaube, das ist gerade ein Fehler im Spiel. Ich meine ja. Es dürfte normalerweise nicht so sein. Ich hoffe, ihr seht es auch. Ihr habt es auch gesehen. Oh, hier ist wieder eine Leuchtkugel. Sehr schön. Wunderbar. So, 2 von 4 haben wir schon mal. Gucken wir, ich weiß, dass hier oben noch eine Leuchtkugel ist, oder beziehungsweise, die habe ich vorhin schon gesehen, da. Und dann müssen wir da rein, weil sonst gibt es hier in der Nähe keine. Okay, was haben wir hier? Was ist das? Oh, eine Pistole, ein Revolver. Uah. Oh, das war falsch. Ich will da rein. Ich hoffe mal, dass es richtig ist. Okay. Schon lustig gemacht. Sehr schön. Wunderbar. 3 von 4 haben wir. Und ich glaube, die nächste Kugel werden wir wahrscheinlich dann in der Werkstatt bekommen. Schauen wir mal. Ah, nee. Ah, guck eine an. Da haben wir sie. Die letzte. Sehr schön, das freut doch das Zockerherz. Wir haben 4 von 4 Leuchtkugeln, das heißt, das Level ist geklärt und wir gehen weiter. Wow. Oh no, we just missed him. Vincenzo's amazing solar machine. Big mechanism.
I hope you brought some luminaries with you. Wow. Okay, hier gibt's aber, glaube ich, soweit nichts, oder? Ist schon cool gemacht, also muss man einfach mal lassen. So, müssen wir denn da jetzt schon rein oder ich weiß es gar nicht. Schau mal, ich glaube hier rauf, da werden wir wahrscheinlich gleich rauf müssen. Hier gibt es auch sonst nichts zu sammeln. Ah, ist schon total cool gemacht irgendwie. Hat schon einen gewissen Flair, dieses Spiel. So. Tja, jetzt müssen wir mal schauen. Ah je. Müssen wahrscheinlich auf diesen Balkon da rauf. Die Frage ist nur, wie? Reicht das schon vielleicht? Ich glaube nicht. Nein. Okay. Was können wir denn da, in welche Richtung können wir denn da überall gehen? Okay. Wer ist das denn? Ach, das ist die Figur da. Ich dachte schon, wer ist Such. Mhm. Das könnte vielleicht klappen, weil wir können ja, wir wissen ja, wir können durch dünne Schatten können wir ja springen. Das wissen wir. Schauen wir mal. Sehr schön, das hat geklappt, wunderbar. Auf der anderen Seite gibt es auch einen Balkon, aber ich glaube, da oben ist nichts. Da ist hier die Tür zu. Und hier haben wir etwas. Was ist hier? Da kann ich gar nichts... Da kann ich gar nichts tun, gerade im Moment. Okay. Können wir hier irgendwas tun vielleicht? Hier ist eine zerbrochene Kugel. Hier ist auch wieder ein... Ah, okay. Verstehe. Wir brauchen also wieder so eine Pinballkugel. Ich vermute, dass die... Ach, hier liegt sie. Okay. Gut. Wir wissen aber, wir dürfen nicht springen. Hehehe. Oh. Okay, das heißt, wir können damit nicht springen. Können wir denn damit durch die dünnen Schatten fliegen? Ich schau mal, ob das... Aber das könnte... Das funktioniert ja sogar. Ach doch, Moment, es könnte klappen. Ich habe da so eine kleine Idee. Ich glaube, das ist das Master-Rätsel jetzt hier. Aber das bringt ja nichts. Ich jetzt, so schnell bin ich jetzt, glaube ich, nicht da, um das... Nein, das bringt nichts. Okay, die Kugel wird nur in die Richtung geschoben. Aber... Nee, das bringt nichts. Wir müssen irgendwie, dass die Kugel... da drauf und dann... Das könnte klappen. Jetzt muss ich nur kurz gucken, wo die Kugel ist. Hier ist sie. Ja, müssen irgendwie versuchen, dass wir, die Kugel oben auf den Balkon bekommen und ich glaube, dass es mit diesem Sonnensystem, also mit diesem Stern hier oder Planeten, ist, glaube ich, am besten, wenn ich das richtig im Kopf jetzt so gesehen habe. Da wird die Kugel aufge... Ah, nee, Mist. Mist, fast aber nur. Hiermit vielleicht? Uah! Nee, das... Das ist gar nicht so einfach. Das sieht so lustig aus. Nee, da ist die Kugel wieder rausgefallen. Okay. Es ist nicht einfach. Es ist definitiv nicht einfach. Ich muss mal eben ganz schnell meine Uhr anschließen, beziehungsweise mein Handy, wo meine Stoppuhr ist, damit ich weiß, wie lange die Folge noch läuft. Ich werde mal eben schauen. So, wir haben jetzt fast 10 Minuten gespielt. Weiter geht's mit dem kleinen Kniffling. Ne, ist falsch. Aber darauf bekommen wir sie ja nicht.
Frage ist, wir müssen auf jeden Fall irgendwas... Dann würde die da reinfallen und dann würde die da runterfallen. Das würde aber nichts bringen. Wir müssen irgendwie zusehen, dass wir die Kugel da oben drauf bekommen. Aber wie? Die Frage ist nur wie. Ist nicht... That's not easy. Das probieren wir mal aus. That's not easy. To take anymore. So. I tried this one. Ich probiere es mal aus. Mist. Der Kugel geht da nicht richtig drauf. Dann hätte ich gedacht, da oben einfach rüberkippen, aber... Das funktioniert, glaube ich, auch nicht richtig, oder? Schauen wir mal. Puh. Gar nicht so easy. Ich dachte, das wäre total einfach jetzt hier gerade, aber anscheinend nicht. Probieren wir das mal aus. Kugel zappelt da im Schatten. So. Ah, Mist. Hab ich auch nur gedacht... Nope. Glaube ich. Ne, das wird nicht so funktionieren. Das war so klar. Probieren wir mal von der anderen Seite. Probieren wir das mal so aus. Vielleicht klappt das ja so. Das. Nein, lass fallen. Dass wir irgendwie so die Kugel darüber bekommen. Nee. Ist gar nicht einfach. Das ist verdammt schwer. Also ich bin echt am Kniffeln gerade, wie wir da durchkommen. Also wie wir die Kugel nach oben bekommen. Hoppala. Ne, das war falsch. Aber das könnte funktionieren. Probieren wir das mal aus. Vielleicht schleudert derjenige die ja rüber. Wenn ich das richtig gesehen habe. Ne, wo ist sie denn jetzt? Ach, da unten ist sie. Schon wieder rausgefallen. Naja, ich würde sagen, das verschieben wir einfach mal auf einer weiteren Folge. Ich werde in der Pause mal ein klein wenig üben und dann seht ihr, wie es weitergeht. Mein Gott, hätte ich nicht gedacht, dass es noch so ein schwieriges Rätsel gibt. Naja, wir sehen uns in einer weiteren Folge Kontrast und ihr seid hoffentlich dann wieder mit dabei. Also, macht's gut. Tschüss.